Willkommen zum nächsten Teil der Optionshandelsserie. Heute geht es um das Thema, welcher Broker ist geeignet für den Optionshandel. Wir werden gleich sehen, warum hier die klassischen Broker für Aktien nicht die besten sind. Und wir haben ein Novum. Ich habe es geschafft, den kamerascheuen Alex, den ihr ja schon vom Sprechen hört, jetzt auch noch vor die Kamera zu kriegen. Das heißt, Alex wird euch jetzt hier durch das Kapitel leiten, welcher Broker am besten geeignet ist. Viel Spaß mit dem Video. Hallo zusammen, ich darf heute mit euch der Frage nachgehen, welcher Broker für Optionen der bestgeeignetste ist. Die Frage stellen uns natürlich alle am Anfang, weil man möchte ja von vornherein die richtige Entscheidung treffen, weil wir wissen ja, kleine Unterschiede in Gebühren und Transaktionskosten können auf lange Sicht dann doch die Performance ein bisschen schmälern. Deswegen sollte man hier ein bisschen Zeit und Gehirnschmalz investieren, um sich da ein paar Sachen zu überlegen. Das haben wir schon mal für euch gemacht. Da dürft ihr das dann quasi als Gedankenstütze verwenden. Gut, fangen wir mal direkt an. Welcher Broker ist denn für Optionen geeignet? Da wäre erstmal die erste Überlegung, kommen denn unsere klassischen Broker in Frage, die wir alle von Aktien und ETFs her kennen. Zum Beispiel OnVista Bank, da habe jetzt ich mein Depot für Aktien und ETF, bin da auch sehr zufrieden. Oder was haben wir denn noch? Comdirect oder Trade Republic, gibt es alles Mögliche. Sind die denn gleich auch eine Option, um damit Optionen zu handeln? Die Frage lässt sich ziemlich eindeutig beantworten. Die meisten oder eigentlich quasi alle mir bekannten klassischen Broker eignen sich nicht für den Optionshandel. Und warum ist das so? Oftmals wird der Optionshandel gar nicht unterstützt. Also es besteht gar nicht die Möglichkeit, Optionen zu handeln. Dafür könnt ihr Optionsscheine handeln. Aber das ist ja genau das, was wir nicht wollen. Da haben wir ja schon in vorigen Videos drüber gesprochen, dass da doch deutliche Unterschiede sind, die nicht zu unserem Vorteil sind meistens. Des Weiteren, wenn es tatsächlich möglich ist, Optionen zu handeln, dann haben wir häufig wirklich sehr, sehr hohe Transaktionskosten. So hoch, dass man sich eigentlich überlegen kann, will man da vielleicht einem im Vorfeld schon den Spaß vermiesen, um das gar nicht machen zu können. Teilweise 19 Euro für die Platzierung von einem Optionstrade, dann noch Folgegebühren, falls Aktien eingebucht oder ausgebucht werden. Macht also keinen Sinn, vor allem macht es keinen Sinn für Anfänger mit einem kleinen Depot, die starten wollen, einer kleinen Depotgröße, weil bei 19 Euro Transaktionskosten, da wird kein Profit rauskommen. Dann sind wir auch, wenn Optionshandel tatsächlich unterstützt werden, wird oftmals auch ein bisschen eingeschränkt. Das ist oft nur der Zugang zu Eurex, also zur europäischen Optionsbörse möglich. Wir wollen eigentlich das ganze Spektrum behandeln, vor allem insbesondere Aktien auf US-Optionen, Optionen auf US-Aktien schreiben. Und das funktioniert dann leider nicht. Deswegen gibt es tatsächlich gute Alternativen und das sind ausländische Broker und die schauen wir uns jetzt mal genauer an. Da führt kein Weg an Interactive Brokers vorbei. Das sagt vielleicht dem einen oder anderen schon mal was. Das ist einer der größten Brokerhäuser der Welt, hat eine Eigenkapitaldecke von 4 Milliarden US-Dollar, stetig wachsend. Täglich werden über 1 Million Trades abgewickelt und ist schon 30 Jahre am Markt, also eine etablierte Größe. Der Zugang zu 100 Märkten wird gewährleistet in 26 Ländern. Das ist auch so die Überlegung, wer vielleicht doch mal ein bisschen exotische Aktien handeln will, hat auch da dann die Möglichkeit, das gut machen zu können. Aber vor allem wichtig für uns ist eine wirklich günstige Kostenstruktur, insbesondere was den Optionshandel angeht. Und deswegen ist es auch sehr gut geeignet für den Optionshandel. Ein anderer Punkt ist, den ausländische Broker betrifft, die Abgeltungssteuer wird nicht abgeführt. Wenn man jetzt einen Aktiengewinn zum Beispiel bei einem inländischen Broker, zum Beispiel OnVista Bank, realisiert, dann ziehen die ja immer gleich die Abgeltungssteuer ab und aufs Konto kommt dann dementsprechend ein geringerer Betrag. Das passiert bei ausländischen Broker nicht. Der Vorteil ist dann, dass wir natürlich mehr Kapital zur Verfügung haben für unterjährig, also für den weiteren Handel. Der Nachteil ist, dass wir am Ende uns selber um die korrekte Abführung der Abgeltungssteuer kümmern müssen. Und was da mit Optionen so einhergeht, da gibt es ein separates Video dafür, aber Vorteile überwiegen definitiv hier.
Jetzt haben wir noch die sogenannten Reseller. Das sind CapTrader, da habe jetzt ich mein Optionsdepot, aber auch Banks Broker oder Lynx Broker. Und was die machen ist, die nehmen quasi den Kern von Interactive Brokers, stülpen da ein deutsches Interface drüber, einen deutschen Support, der wirklich gut ist. Bei also zwei von drei weiß ich es, CapTrader weiß ich selber, von Banks weiß ich es auch, von vielen Leuten, die das nutzen. Und die sind quasi so praktisch die deutsche, ja, nicht Außenstelle von Interactive Brokers, aber die könnte man vielleicht so sehen. Ein anderer Vorteil ist bei diesen Resellern, die haben wirklich ein einfaches Kostenmodell, es sind alles eigentlich Fixgebühren, so dass einem immer klar ist, was wie viel kostet, also nicht mengenabhängig oder sonst irgendwas. Die Unterschiede zwischen den drei Resellern, die sind tatsächlich wirklich im Detail und die ändern sich auch von Zeit zu Zeit. Für mich aktuell der größte Unterschied zwischen diesen drei Resellern ist die Ersteinlage, die man quasi aufs Konto einzahlen muss, damit man das freischaltet. Das ist aktuell bei CapTrader am niedrigsten mit 2000 US-Dollar. Allerdings ist das jetzt nicht für mich der entscheidende Punkt. Da würde ich an eurer Stelle einfach mal die Homepages angucken, gucken, wer euch Mehrwert bietet oder Content oder was ihr einfach da besser empfindet. Hört euch ein bisschen um, weil wirkliche Unterschiede sehe ich da jetzt nicht wirklich zwischen den drei. Okay. Gut, jetzt ist die große Frage. Wo soll man denn jetzt anfangen? Wo gehen wir denn jetzt hin? Direkt zu Interactive Brokers oder nutzen wir doch einer von diesen drei Resellern? Genau, das ist unsere Frage, die wir uns beantworten müssen. Und da gibt es jetzt auch keine pauschale Antwort. Für mich, ich habe entschieden, dass die Reseller, CapTrader, Lynx oder Banks sind für mich eher für die Einsteiger geeignet, weil wir haben einfache Gebühren, Fixgebühren, wir wissen immer, was kostet. Und von mir meiner Seite aus getestet, der Support ist einfach in Ordnung. Wenn man eine Frage hat, dann schreibt man das und dann kann es sein, dass man noch zwei Stunden später einen Anruf bekommt von einem Menschen, der die Frage beantwortet und dann die Folgefragen, die immer daraus resultieren, auch gleich mit beantwortet. Das finde ich sehr gut und kann ich jetzt nur für CapTrader sprechen, war ich bisher immer eigentlich sehr begeistert. Interactive Brokers würde ich sagen, auf jeden Fall für fortgeschrittene Optionshändler ein Muss oder auch für den ambitionierten Einsteiger, weil wir da doch dann Kostenvorteile generieren können bei vielen Trades. Da gibt es dann entfallen andere Gebühren, also so kann man dann noch effektiver die Gebührenstruktur für einen arbeiten lassen. Für den Anfänger wäre allerdings für mich doch die erste Wahl einer der Reseller. Man kann später natürlich immer noch wechseln, das ist natürlich immer eine Möglichkeit. Mit Interactive Brokers oder auch den Resellern kommt deren Handelsmaske auch gleich mit. Das ist quasi deren Software, um den Handel durchzuführen mit Aktien ETF. Das ist die Trader Workstation und da muss man ganz klar sagen, das ist eigentlich ein Profi-Tool. Das benutzen professionelle Anleger und Trader auch mit unglaublich vielen Möglichkeiten. Also die erschlägt einem am Anfang wirklich und schüchtert einen doch so ein bisschen ein. Da sieht man wirklich alles Mögliche, Charts und Zahlen und so weiter und so fort. Das brauchen wir aber für den Einstieg ungefähr gar nicht. Man kann es dann doch ein bisschen vereinfachen in eine ganz einfache Kachelansicht, wo wir dann einen Chart haben, ein Orderbuch, eine Watchlist und eben optionsspezifisch das Herz, die Optionskette. Und wie das funktioniert, das wäre quasi ein mehrteiliges Videoreihe für sich selber eigentlich. Auf dem Blog habe ich unten verlinkt, da habe ich das mal so ein Step-by-Step-Guide, wie ich von der komplexen Version in eine für mich doch anwenderfreundliche Version für den Optionshandel das umgebaut habe, mit vielen Screenshots und alles wird eindeutig erklärt. Könnt ihr euch mal anschauen, vielleicht ist es euch auch eine Hilfe. Für die Depoteröffnung, egal wo sie denn nun jetzt stattfinden soll, meine war jetzt bei CapTrader, gibt es Folgendes zu beachten. Wir haben ja schon in der vorigen Videoreihe, der Flo ja schon über die Smartchain-Konto gesprochen, das ja quasi sinnvoll ist für uns im Optionshandel, deswegen eröffnen wir ein Margin-Konto und kein Cash-Konto. Die Basiswährung unseres Kontos sollte auf jeden Fall in Euro sein. Das hat den Vorteil, dass dann beim Report, wenn es um die Steuer geht, auch wirklich alle Beträge in Euro ausgewiesen sind und auch
Bestände in US-Dollar werden tagesaktuelle Wechselkurse, wie sie eben zugeflossen sind, auch in Euro euch dargestellt. Das erleichtert die Arbeit für die Steuererklärung ungemein. Dann ist es das Henne-Ei-Prinzip und die Frage nach der Handelserfahrung. Man wird gefragt, hat man Erfahrung im Optionshandel? Wenn nein, kann es bedeuten, dass man eben keine Freischaltung für den Optionshandel bekommt. Aber wenn man das nicht bekommt, hat man ja nie die Möglichkeit, Erfahrung zu sammeln. Ja, da müsst ihr euch selber was ausdenken, wie ihr das erlöst. Ich persönlich gebe dann einfach Handelserfahrung an. Ich habe mir auch viel Basiswissen, Theoriewissen angeeignet. Das zähle ich mal da dazu, großzügigerweise, damit ich da auch starten kann. Dann eigentlich müsst ihr nur noch die Mindesteinlage einzahlen und dann seid ihr eigentlich bereit loszulegen. Wissen um Risiken natürlich vorausgesetzt und das Verständnis, wie Optionen funktionieren, das ist ganz klar. Aber dafür soll ja diese Videoreihe etwas Starthilfe geben. Gut, das war es soweit zur Frage, welcher Broker denn für die Optionen sinnvoll ist. Ich hoffe, da konnten wir euch ein bisschen Starthilfe geben. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen und ihr habt ein bisschen Einblick bekommen, welcher Broker passen könnte. Wenn ihr für euch starten möchtet und euch jetzt bei dem Broker anmeldet, freuen wir uns, wenn ihr unseren Affiliate-Link verwendet in der Beschreibung. Ihr habt davon keinen Nachteil, sondern in den meisten Fällen einen Vorteil und wir bekommen eine kleine Provision vom Broker selbst. Und damit geht's weiter mit dem nächsten Teil der Optionsserie. Abonnieren, liken, dann seid ihr auf jeden Fall auf dem Laufenden. Viel Spaß und einen super Tag noch.